So Leute, ich wollte heute eigentlich ein ganz normaler Vlog starten, ne? Aber bei mir hat in der Tür geklopft, Leute. Ihr würdet mir nicht glauben, bei mir hat es in der Tür geklopft. Voila. Bei mir hat es in der Tür geklopft. Ja, ich habe so einen Zettel bekommen, ne? Das zum Beispiel hier so einen Zettel bekommen, Leute. Da steht, ich soll zu diesem Standardort kommen, heute um 19 Uhr. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Wir gehen zusammen. Leute, ich nehme euch mit. Ich habe ein bisschen Angst. Da steht, dass da ein Geschenk auf mich wartet und so. Um 19 Uhr sollte ich dort kommen. Hab mir Ortname und Kunden, ja, Ortname geschickt. Ich weiß, wo der Ort ist, Leute. Der Ort ist in der Nähe von mir, also hinter meiner Wohnung. Also fast hinter meiner Wohnung. Leute, wir gehen gemeinsam dorthin. Ne? Ich wollte heute eigentlich ganz normal meine Haare machen, anziehen und losgehen und einen Vlog starten. Ne? Aber heute, genau vor einer Stunde, Leute, genau vor einer Stunde, ich kann euch. Wir haben jetzt 15 Uhr. Wartet. 15.41 Uhr, Leute. Genau vor einer Stunde hat bei der Tür geklopft. Ich habe Tür aufgemacht. Na klar, ein paar Minuten später, weil mir ist immer so. Und danach sehe ich einmal dieses Zettel. Ich weiß nicht, was uns dort erwartet, Leute. Wir gehen gemeinsam dorthin. Ich hoffe, uns erwartet kein Böse. Mal schauen, Leute. Ich habe selber Angst. Ich weiß selber nicht, was ich machen soll, Leute. Soll ich wirklich dorthin gehen? Ich weiß nicht. Aber wir gehen gemeinsam. Ich nehme auf jeden Fall jemanden mit. Und zwar, ich nehme Jason mit, Leute. Jason nehme ich mit. Weil ich brauche einen Kameratyp und damit ich nicht so viel Angst habe, nehme ich eine Person mit. Mal schauen, was uns dort erwartet, Leute. Voila. Ich weiß selber nicht, was uns dort erwartet, Leute. Es könnte ein Zettel von Hater sein oder ein Zettel von irgendein. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es irgendein Zettel von Hater oder so. Ich habe ja Fehler. Ich habe ja mein Haus, Wohnung eigentlich bei meinem alten Video einmal kurz gezeigt. Das war der größte Fehler. Aber ich habe eigentlich meinen Nachnamen so nicht gesagt. Also der wusste auf jeden Fall, wo ich genau wohne und so. Weil ich habe meinen Standort jetzt auch nicht genau gezeigt. Aber der wusste auf jeden Fall, wo ich genau wohne, Leute. Darum hat er mir so ein Zettel gegeben. Ich weiß nicht, was uns dort erwartet, Leute. Kommt einfach mit. Wir gucken gemeinsam, was dort uns erwartet. Ich habe den Zettel hier, ich habe den Standort hier. Ich mache jetzt ein Foto von der Zettel, damit ich das nicht mitnehmen muss. Leute, wallah, billah, ich habe selber gerade Angst. Mal schauen, was uns erwartet. Bleibt bis zum Ende dran. Das Video ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr horror. Also bleibt bis zum Ende dran. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht so gut. Ich kann gerade nicht so gut reden, weil ich selber gerade Angst habe. Leute, ich muss mich aber jetzt beeilen, dass ich nicht so spät komme. Ich möchte auch ein bisschen früher dorthin gehen. Vielleicht treffen wir uns ihn früher dort. Vielleicht treffen wir uns dort früher. Vielleicht sehe ich, wie er den Geschenk dort irgendwo hin tut oder so. Weiß nicht, Leute. Weiß nicht. Mal schauen. Ich habe selber sehr, sehr Angst heute gerade. Wallah billah, ich habe sehr Angst gerade. Wir haben 15 Uhr, Leute. 15 Uhr. Ich ziehe mich jetzt an, mache meine Haare kurz und danach gehen wir los gemeinsam, Leute. Gemeinsam gehen wir los. Bis gleich. Pass auf euch auf. Bis gleich. So, Leute. Und zwar, wir gehen jetzt gleich los. Ich habe mich angezogen. Ich muss kurz Haare machen und danach gehen wir los. Wir haben gerade 15.51 Uhr, wie ihr sehen könnt. Wartet. 15.51 Uhr haben wir gerade, Leute. Wir werden den Hater schnappen, Leute. Ich hoffe, wir schnappen den. Aber ganz bestimmt ist er nicht dort, Leute. Der hat bestimmt den Geschenk dort abgestellt und verpisst wieder. Aber egal. Wenn wir den nicht dieses Video erwischen, dann erwischen wir nächsten Video. Weil ich glaube, der Wichser wird immer wieder machen, Leute. Darum wird immer wieder ein neues Video von dem Wichser kommen. Abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, dass das Video berühmt wird, damit wir den Hater vielleicht leichter schnappen können. Aber ja, wir haben gerade 15.52 Uhr, Leute.
Wir gehen gleich los. Ich muss schnell meine Haare machen und danach gehe ich los. Mit, Jason, ich nehme den Jason mit, Leute. Check bei denen auch gerne ab. Den Beschreibungen packe ich alles in den Link rein. Könnt ihr abchecken, Leute. Ich kann nicht reden, weil ich gerade schon Angst habe. Darum kann ich auch gerade nicht reden. Und ihr könnt es auch an der Stimme merken, wahrscheinlich. Wir haben gerade 15:52 Uhr, habe ich schon gesagt, Leute. Wir gehen jetzt los. Also, ich mache kurz Haare und danach gehen wir los. Bis gleich. So, Leute, ich habe meine Haare gemacht. Ich hab nicht Mühe gegeben, Leute. Ich habe nur so kurz nach hinten gegelt. Also, weil ich kann gerade nicht, weil ich habe schon ein bisschen Angst. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen nach hinten gegelt. Ja, Leute. Und zwar, ja, ich kann nicht mehr reden, Leute, weil ich schon Angst habe. Leute, ich gehe jetzt los. Wir treffen uns erstmal mit Jason und danach gehen wir gemeinsam diesen angeblichen Geschenk anschauen, Leute. Und das Problem ist, das passiert alles in meinem Geburtstag. Also heute haben wir den 18. Leute, wir haben den 18. Wie ihr seht, ich habe am 18.11. Geburtstag halt, Leute. So, und das passiert genau am Geburtstag. Also wir bekommen direkt ein Hater-Geschenk, sage ich mal, an meinen Geburtstag. Wir wissen selber noch nicht, Leute, ob der wirklich ein Hater ist oder irgendein, keine Ahnung, was er ist, Leute. Das wird sich noch herausstellen, was es ist, Leute. Bleibt auch bis zum Ende auf jeden Fall am Start, Leute. Ende wird brutal. Also bleibt auf jeden Fall am Start, Leute. Aber ich glaube, in diesem Video, Leute, würden wir den eh nicht schnappen, weil ich glaube, der hat den Geschenk einfach abgelegt und weggegangen, Leute. Aber vielleicht sage ich, ich hoffe mal, dass wir ihn irgendwann später erwischen. Weil ich glaube, wenn man das einmal macht, macht man immer, glaube ich, Leute. Also ich glaube, der Hater wird auf jeden Fall öfter zu uns kommen. Und wir werden den irgendwo schnappen. In diesem Moment, Leute, wenn wir ihn schnappen, ne? Dann bin ich schon gespannt, wer das ist. Wer das ist, bin ich schon gespannt, Leute. Ich habe schon Vermutungen, wer das sein könnte, alles. Wahrscheinlich ist es, Leute, irgendein Hater, der uns schon lange folgt, weil. Oder ein Bekannter, Leute. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, was herausstellen wird. Weil es ist nicht mal sicher, ob das ein Hater ist. So, Leute, bleibt bis zum Ende start. Wir gehen gleich los. Ich nehme euch mit. Und bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt draußen. Neben mir ist Jason. Der möchte, glaube ich, nicht auf die Kamera, oder? Kann man. Und ja, Leute, wir gehen jetzt zu dem Standardort, was der Hater oder was der auch immer ist, gesagt hat. Wir haben jetzt 16.37 Uhr. Und ja, Leute, bleibt bis zum Ende am Start. Mal schauen, was uns in diesem Video erwartet. Wir haben selber gerade Angst. Wir wollen eigentlich nicht hingehen. Ja, eigentlich nicht, aber. Und ja. Digga, egal. Wir laufen da mal dahin und gucken mal, was dann auf uns erwartet. Kommt und erwartet. Mal gucken. Ja. So, Leute, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen von den Personen. Und zwar eine Nachricht von. Den Hater. Von anonym steht hier. Hier. Da steht's. Ja. Ich hoffe, ihr könnt lesen. Ja, dort liegt ein Geschenk, sagt er. Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Der meint, dass dort irgendwo ein Geschenk ist. Wir wissen selber nicht, was in diesem Geschenk drin ist. Aber ja, mal schauen, was dort drin ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute, wir sind jetzt in diesem Standardort, also wir sind fast in diesem Standardort da. Neben mir ist wieder Jason, weil ich Angst hatte, alleine zu gehen. Ja, ja, ich hatte Angst, alleine zu gehen. Und zwar, wir haben gerade 17.02 Uhr. Ja. Dieser Licht, ne? 17.02 Uhr. Können Sie sehen, ein bisschen andersrum, aber egal. Leute, wir gehen jetzt. Wir wissen selber nicht, was uns erwartet. Hier ist auf jeden Fall ein. Oder ich zeige euch. So, Leute, hier ist der Kanalberg, hier ist der Fußballplatz. Und ja,
Wir müssen jetzt da lang, glaube ich, hingehen. Ja. Also, da müsste dieser Skaterpark, glaube ich, sein, da hinten irgendwo. Und ja. Der meinte ja hinter dieser Skaterplatz oder so. Und ja. Hier. Guck mal, was er schreibt. Also, was er geschrieben hat. Aber ich glaube schon. So. Ja, hinter dem. Ja, da, dahinter, aber. Also, ja. Ich glaube, ich weiß, wo er meint. Mal schauen, was uns dort erwartet, Leute. Wir wissen selber nicht. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich hoffe, da kommen nicht irgendwelche Leute mit Taschenmesser und Messern uns hier. Ja, da müssen wir abhauen, ne? Ja. Ja. Wir wissen halt auch nicht, ist es ein Hater oder ein Geist oder was auch immer. Wir wissen das noch nicht. Geist, aber Geist glaube ich jetzt nicht. Wir wissen selber nicht, Leute, was das ist. Ja. Es könnte alles sein. Deswegen ja, wir sind selbst gespannt, ne? Ja. Weil wir ja. Ja, wir wissen halt nicht, was da jetzt uns erwartet. Kommt und, ja. Leute, ich filme dann dort, wenn wir im Zielort angekommen sind. Mhm. So Leute, wir sind am Zielort angekommen. Du kannst den Skaterplatz hier mal kurz zeigen. Am Nakoyim. Ja, hier ist der Skaterpark, also hier, das sieht man ja. Okay, reicht, ne? Okay. Da sind Menschen, die wir nicht filmen dürfen. Ja, ist mir noch egal. Ja, wir dürfen die nicht. Egal Leute, jetzt wir sind am Zielort gekommen. Wir, genau. Wir sollen da weiterlaufen. Dahinter irgendwo hin. Ist schon dunkel. Also, ja, Moment, warte mal, hier. Da hinten irgendwo hin. Wir haben zum Sicherheit eine Taschenlampe mitgenommen, hier. Könnt ihr genau. Sehen, von der Marke Philips. Philips. Genau. Ja, ist ja. Jetzt nicht die beste, aber YouTube läuft noch nicht. Werbevideo, Digga. Ja, egal. Genau. Ich glaube, wir sehen uns, wenn wir ein bisschen da vorne sind. Ja. So, Leute. Wir sind jetzt angekommen. Genau. Der Geschenk soll angeblich. Leute, wir lachen aus Angst. Ja, also, gut. Leute, der Geschenk soll angeblich hier irgendwo sein. Wir sehen aber hier gar nichts. Wir laufen mal ein bisschen vorwärts. Ja. Und du kommst einfach von hinten. Genau. Ja, wir. Und auch hier überall ist Wasser. Ja, ja. Da ist auch überall Wasser. Wir gucken, Leute, wir gucken, wo das ist. Ich glaube, es muss hier irgendwo sein. Könnte gut und möglich sein. Ja. Vielleicht ist es auch da drüben, man weiß es halt alles nicht. Deswegen suchen wir das halt jetzt erstmal. Ich versuche wirklich überall zu zeigen, überall zu suchen. Ja. Wir gucken mal hier weiter. Ja, siehst du was? Nee, gerade nicht. Ich auch. Es ist. Es ist schon dunkel halt wie Sau, aber. Ja. Ja. Keine Ahnung, wo das sein soll. Leute, wenn ihr im Video was seht, ja, schreibt es gerne in Kommentare. Dann schreibt es bitte rein. Oder mal wieder ein bisschen scharf stellen. So, jetzt. Perfekt. Und? Siehst aber du schon? Da ist doch was, oder nicht? Ja, stimmt, da. Da. Hä? Warte, lass mal da hingehen. Ey! Ah, hier. Da liegt was. Leute, da liegt was. Irgendeine Tüte. Eine Tüte, aber wir wissen nicht, ob der das wirklich war. Es könnte auch irgendwelche Junkies sein, die hier hingeschmissen haben. Man denkt, da ist Scheiße, was ist das? Ja, ja. Was sollen wir das wirklich anfassen? Ih, was ist das? Egal, wir gucken mal. So, Leute. Okay. Was soll das jetzt sein? Ich weiß selber nicht. Ich ekel mich auch. Mach das mal auf, war. Mach mal auf einfach. So Leute. Egal, bah. Leute, Slack, was ist das? Warum ist hier Papier? Diese Taschentuch. Leute, wir wissen selber nicht. Was soll das sein? Ey yo, was ist das? Sag, was ist das? Was ist das? Ist doch diese eine Serie, oder nicht? Was soll das sein? Gib mal. Von dieser Serie, diese kleine Minimenschen. Ah, diese Schlümpfe, ja. Oder was? Ja, Schimpfe oder wie die heißen. Leute, ich glaube, das soll unser Geschenk sein. Wir gucken mal weiter, vielleicht ist hier irgendwas noch. Aha. Ey, jo. Das ist ein bisschen eklig, Leute. Ein Zettel. Und angebrannt, komischerweise. Ah. Was soll da stehen? Oder ist es Scheiß? Spaß. Okay.
Kann so, alles Leute, sein. Wir zeigen euch. Das ist nicht das einzigste Geschenk. Den nächsten Plan kriegt ihr über SMS. Okay. So, Leute, wir haben so einen... Aber warum über SMS? Aber warum über SMS? Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht. Leute, der soll uns angeblich in den letzten Tagen irgendwas über SMS schicken. Wir wissen selber nicht. Ich weiß auch nicht. Das Problem ist, der Wichser könnte auch hier irgendwo sein. Lass dem. Es könnte auch alles möglich sein, weil... Was ist das? Guckt euch das mal an. Warum ist das dort? Ja, was? Damit will er uns doch bestimmt was sagen, weil das ist ja jetzt unnötig hier. Ja, aber ich glaube, der will schon damit was irgendwas sagen. Naja, aber was halt ist die Frage? Wir gucken mal, vielleicht ist hier noch irgendwas drin. Leute, ich ekel mich auch, weil das. Ja, warum ist hier irgendein Taschentuch? Das ist so komisch. Ja, der hat bestimmt da drauf gewichst. Ey! Nein. Okay, so, jetzt mal ohne Spaß, aber weil. Bisschen lustig muss sein, sonst bekommt ihr noch Angst, Leute. Wir haben gerade. Möchten wir natürlich Angst. Nicht. Ja, wir haben wirklich, das ist schon, guck mal, wie. Panik lachen wir sogar, weil wir Angst haben. Oh nein, ein. Der Zug kommt gerade, na egal. Leute, das ist auch so ein abgelassenes Gebiet, wo niemand hier vorbeigeht. Ja, eben, halt nur Züge da oben fahren immer lang und sonst keine Ahnung. Egal. So, Leute, ich weiß nicht, was er damit uns sagen will. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden. Das halt können wir mitnehmen. Das hier brauchen wir nicht, weil das ist wirklich ein bisschen ekelhaft und naja, die Tüte brauchen wir auch nicht. Ja, wir lassen die, können wir da lassen. Leute, wir nehmen und hier das Zettel und diese Figur oder so. Ja. Ich würde mal sagen, lass mal ein bisschen ihn suchen gehen, oder? Können wir machen. Vielleicht sehen wir den irgendwo. Ja, eben. Das könnte alles sein, weil vielleicht steht er ja da da hinten irgendwo und... Ja, na gut. Leute, wir suchen den immer noch. Hier jetzt. Der Zug ist hier. Jetzt bremst er. Bremst er. Egal. Irgendwie? Ja, aber ist ja egal eigentlich. Stell dir vor, der Wichser ist da drin, Alter. Ja, das wäre. Wie viel Uhr haben wir, Leute? Gucken wir mal kurz auf die Uhr. 17.27 Uhr haben wir jetzt. Ja, Leute, wir haben 17.27 Uhr. Okay. Wir sind halb früher 6. gekommen. Der hat eigentlich um 19 Uhr gesagt. Ja, eigentlich 19 Uhr, aber. Das lag halt jetzt schon da. Und ja, der meinte nicht. Über den SMS, dass wir hier hinkommen sollen, direkt. Genau. Ihr habt ja auch SMS gelesen. Ja, das habt ihr doch gesehen. Doch, nicht um 19 Uhr, Leute. Nö, komisch. Ich glaube, der folgt uns die ganze Zeit. Weil der weiß, dass wir zusammen sind. Ja, das weiß er, weil der... Ich weiß nicht, vielleicht guckt er uns ja gerade hier zu irgendwie. Ich weiß auch nicht. Darum habe ich Angst, wenn er hier irgendwo ist, der... Weil ich... Machen wir auch ein bisschen Licht an für da hinten. Das Problem ist, hier überall ist Erde und Gras. Ja, nur Wiese ein bisschen. Hier ist halt das da oben und ja, halt sowas hier. Ja. Das ist da halt ja auch schon alles eigentlich. Weiß halt auch nicht. Ey, langsam kommt bald, ne? Ich bekomme langsam sehr Angst. Nein, stimmt. Ja, hier beginnt doch so ein kleiner Wald. Hier irgendwo, glaube ich. Ja. Du kannst Handy also. Ja, habe ich schon alles an. Also, okay. Ich kann auch das Licht von iPhone anmachen, wenn du willst, aber. Ja. Ja, könnte ich eigentlich auch machen, stimmt. So, Leute, ich glaube, der hat den Geschenk einfach nur abgelassen und gegangen, weil wir haben hier schon gesucht. Ihr habt ja auch gesehen beim Video, dass wir den gesucht haben. Der ist hier nirgendwo zu finden. Nee, und da hinten eben auch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Leute, wir haben wirklich überall geguckt. In den Wald haben wir geguckt. Dann haben wir da vorne irgendwo geguckt. So, Leute, wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir gucken auf die SMS einfach, die bald angeblich ankommen werden. Hoffen wir mal, dass sie kommt. Ja, vielleicht labert der nur groß. Solange warten wir mal, bis sie halt kommt und dann kommen wir wieder zu euch. Ja. Also. Ich beginne dann ein neues Video, Leute. Wenn ihr SMS schickt, dann starte ich direkt den neuen Video. Genau. Mal schauen, Leute, was uns alles erwartet. Und ja, ich glaube, wir beenden das Video langsam hier mal. Also erstmal. Also hier machen wir Pause erstmal und dann warten wir mal auf die SMS. Erstmal den Angst selber von uns weg. Ja, das ist wirklich. Ja. Das ist schon. Weil das hat uns ein bisschen schon kaputt gemacht.
Und ja, Leute, ich glaube, wir beenden das Video hier mal erstmal. Mal schauen, was er uns schreiben wird in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Guck mal, was noch so auf uns zukommt, denke ich mal. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall nicht gefallen, weil... Ja, natürlich nicht. Das ist ja wirklich ganz schön krass. Für Zuschauer ist es ja einfach so ein Video. Für uns ist es schon ein Angst... Ja. Haben sozusagen. Ja, irgendein Wichser folgt uns, schickt uns Notizen und so. Wir wissen nicht, wer das ist. Man bekommt schon Angst. Ein bisschen. So, Leute, egal. Ich glaube, ich beende das Video. Abonniert gerne. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen von diesen Hater oder was auch immer. Und like das Video, teilt das Video gerne, dass das Video berühmt wird, damit wir mehr Menschen erreichen, damit wir den schneller finden können vielleicht. Ja, hoffen wir es mal. Der draußen ist echt kalt. Der es ist wirklich schon ganz schön kalt. Auch, ja. Ja. Ich glaube, wir beenden hier, Leute. Hinter der Kamera ist der Jason Müller. Genau, Müller, okay. Der Arme. Egal. Ja, aus Angst weiß ich nicht mehr, was sagen soll. Egal. Weil aus Angst lachen wir schon. Ja, ja, Leute. Ja, hinter der Kamera ist Jason. Ihr könnt seinen Kanal auch abchecken. Vielleicht packe ich den in die Beschreibung rein. Und ich glaube, vielleicht auch nicht. Dem Video ist da. Dann ciao. Willst du auch was sagen? Nee, ich nicht. Also wir, ja, gucken halt jetzt, warten ein bisschen. Und dann nehmen wir euch dann wieder mit direkt, sobald es was Neues gibt. Und ja. Ja, dann ciao. Ciao. Und bis zum nächsten Vlog oder Video.